Morgen 5 nach 8 an der Bushaltestelle. Habt ihr wieder die ersten beiden frei, ihr Drecksteppen? Nee, ich hab die ersten drei frei. Ach du Hurensohn. Ey, hey, das ist böse. Sorry, Spaß. Du Sohn einer Dirne. Birne? Dirne. Ach so, okay. Ja, ist Dirne Hure? Altes Wort dafür. Klingt nicht so beleidigend. Ach so, okay, nice. Ja, ist saustark. Aber meine Eltern sind arbeiten. Wenn der Bus nicht kommt, hab ich verkackt. Tja, da machst du nix. Nee, da machst du nix. Muss halt pünktlich kommen, nicht so wie letztes Mal. Ja, das war genau richtig, nicht zu spät. Ah ja. Schönen guten Tag. Schönen guten Morgen. Ich habe heute die ersten beiden schon frei. Das heißt, heute kann ich eine Stunde länger warten, bis ich mit dem Bus fahre. Dann bin ich immer noch eine halbe Stunde zu früh da. Aber egal. Jetzt kann ich erstmal noch ein bisschen Video weiter schneiden. Jetzt haben wir 8, der Bus kommt circa 10 nach 8, theoretisch. Das heißt, vor einer Zeit müsste es passen, so, wenn ich jetzt losgehe. Ich fahre hier auf dem Bus, der soll eigentlich vor 10 Minuten kommen. Das sieht nicht so gut aus. Entweder fahre ich jetzt mit dem Fahrrad, aber das ist zu anstrengend, es ist kalt und dann muss ich dann zurück von dem Fahrrad fahren wieder, das wäre ziemlich scheiße, das mache ich natürlich nicht. Oder ich nehme ein Taxi, das kostet Geld. Oder ich nehme den nächsten Bus. Dann komme ich dann 20 Minuten zu spät und da muss dann auch fahren, dann muss ich noch hinlaufen. Scheiße, Mann. Ich nehme erstmal, ich bin ja noch eine Stunde länger zu Hause. Das lohnt sich, würde ich sagen. Das würdest du, wenn ich den auch verpasse, das ist nicht so gut. Ich bin in die Scheiße reingelaufen gerade, oder? Verdammte Scheiße. Wortwitz, tut mir leid. Du sagst aber Andis Busfahren ziemlich schlimm, ne? Wahrscheinlich los mit Busfahren. Also erstmal ist es saugefähig. Da ist so ein Drecksbusfahrer und wenn der irgendwie einen Fehler macht, macht der dann sind dann halt alle tot. Passiert schon mal. Hey, Tag! Ihr musst die ganze Zeit so keinen Augenkontakt herstellen. Aber wenn du dich dann hinten hinsetzt, dass da so ein fucking VIP-Ultra krasser Club. Guckst nach rechts sind Leute, guckst nach links sind Leute, guckst nach vorne sind Leute, guckst nach hinten sind keine Leute, aber dann brichst du dir den Nacken dabei. Das ist nicht so gut für die Gesundheit, weißt du, was ich meine? Nach oben ist auch nicht so gut, aber nach unten ist das Beste, glaube ich. Ja, in 2. Bus um 9 Uhr habe ich es auch verpasst, aber diesmal war ich sogar früher. Ach, mein wenigstens gut für den Vlog, kann man nicht meckern. Wenn ich jetzt mit dem Taxi fahren würde, glaube ich, könnte ich es genau schaffen, pünktlich anzukommen, aber ich habe kein Geld. Deshalb muss ich mit dem Fahrrad fahren. Das ist dann vielleicht eine unentschuldigte Fehlstunde, aber ich da in den letzten 10 Minuten noch rankomme, ich glaube, dann steht das noch, als ich bin da gewesen, oder? Ich glaube schon, ne? Es ist komisch, wenn die Leute vorbeikommen und mich sehen, wie ich mit dem Handy rede. Also entweder mich ist noch ein Bus später, also ich komme dann viel zu spät an, keine Ahnung, Moment. Ich rechne das nicht aus, Mann. Oder ich fahre mit einem Taxi. Brauche ich Geld für? Also nee. Oder ich habe mit dem Fahrrad. So, jetzt kann ich nicht mehr pünktlich kommen. Wenn ich mit dem Fahrrad fahre, brauche ich eine Stunde. Der nächste Bus kommt erst in einer Stunde. Und ein Taxi kostet Geld. Ich habe kein Geld. Helm auf, das ist wichtig wegen Sicherheit und so. Damit die Pflegen nicht ins Auge fliegen. Weißt du, wegen Pflegen und die Pflegen. Au! Natürlich auch, damit man sich nicht in den Kopf stößt, wenn man durch die Tür geht. Was nicht passiert wäre, wenn ich ein Handy aufgehalten hätte. Ich muss erstmal einen Reifen abpumpen, glaube ich. Fertig, war's los. Eigentlich könnte ich jetzt auch mal wieder Öl nehmen. Das ist so. Ich habe irgendwie die Bremse geölt. Da brennt nicht so viel am Fahrrad. Das ist ja nur ein. Let's drive. Los geht's. Ach so. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Nee. Warum bist du so spät? Ich hatte meinen Bus verpasst und bin Fahrrad gefahren. Stark. Warum wurdest du nicht gebracht? Meine Eltern sind arbeiten. Mit dem Taxi? Hab kein Geld. Die Fahrt kostet übernimmt doch die Schule. Nee, nur wenn das ein Schulbus ist oder so, nicht ein Linienbus. Achso, stimmt. Ja dann. He's just a poor boy from a poor family. He's buried his life from his monstrosity. Dummer. Linus hat seinen Ständer rausgeholt. Bismillah.